Hallo, meine lieben Freunde der gepflegten Nassrasur. Ja, heute geht es mal wieder um das Thema Rasieren. Ich habe vor kurzem mal wieder verschiedene Klingen gekriegt. Hier habe ich eine Asco-Klinge. Lord Co. Lord Shave Made in Egypt. Und die wollen wir heute mal ausprobieren. Die letzten Tage habe ich immer schon meinen guten Pauli Stick benutzt. So, und die Rapiererklinge, die drin ist im Rasierer. So, langsam wird es Zeit, dass die einfach mal wieder ersetzt wird. Deswegen, Rapiererklinge kommt raus. Und dann wollen wir mal die Asco-Klinge ausprobieren. Auch wieder in so einer schönen Pappschachtel daher. Hier so eine, ja, das ist für eine Papierverpackung. Machen wir die mal auf. Asco. Super Stainless Made in Egypt. Ja, dann wollen wir die mal testen. So, und wir rasieren. Da. Wollen wir den mal erstmal ein bisschen ins warme Wasser einlegen. Der Pinsel lag schon drin. Dann können wir schon mal einseifen. Ordentlich Schaum.
Ein Pinsel, ne? Oh, ein bisschen noch nachlegen. So, jetzt noch einen schnellen Aftershave drauf. Da gibt es dann heute das gute Hattrick. Ja, das hat auch gut geklappt mit der ASKO-Klinge. Neue Klinge drin, nicht geschnitten, hat er doch alles richtig gemacht, oder? Ja, geht wohl. Kann man sich wohl mit rasieren, mit der Klinge aus Ägypten. Ja, perfekt. Ja, das war schon wieder mit dem kleinen Filmchen. Ich hoffe, euch hat der Beitrag gefallen. Demnächst kommt dann auch mal wieder öfters was. Ich habe noch ein paar Klingen mehr in petto und ich habe auch noch wieder einen Rasierseitenstick gekriegt. Und ja, in diesem Sinne, macht's gut, bis demnächst. Ich melde mich ab.